Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Wir sind hier oben in unserem Vorratsraum und müssen jetzt wieder runter. So. Zu den lustigen Schleimis. Nun gut. Ich weiß nicht, ob ich versuchen soll, den auszuweichen. Es ist wahrscheinlich sogar besser. Ich traue mich jetzt irgendwie fast gar nicht. Wobei, eigentlich können wir noch so ein Kraut nehmen. Wir haben ja so viele davon. So. Okay. Kommt da gerade irgendwas? Okay. Wir müssen in den Zerlegungsraum. Nun gut. Ich weiß nicht, ob wir die Schleimis jetzt immer angreifen sollten. Weil anscheinend kommen die immer wieder und damit fressen sie nur Pistolenmunition, unsinnig. Geradeaus können wir nicht. Gehen wir mal hier rein. Oh Gott. Hundi, erschreck mich nicht so. Gott. Ganz im Ernst, wenn ich mich gerade auf sowas konzentriere und dann blufft mich der Hund voll. Oh, flüssige Chemikalien. Nice. Oh oh. Oh mein Gott, nein. Oh Gott. Schnell da lang. Gehen wir hier lang. Moment. Genau, da drüben lang. Echt, diese Viecher. Moment. Da geht's zur Leichenhalle. Flintenmunition. Oh, wir haben nicht genügend Platz, okay. So. Ich würde sagen, das nutzen wir am besten gleich. Das brauchen wir sowieso nicht wirklich. Ach. So, weg damit. Das ist eine Schlangentür. Ach, nee, echt. Gut, wir haben aber leider nur den Skorpionschlüssel. Nochmal flüssige Chemikalien. Sollte ich fast mal nochmal... Ach so, kann ich gerade nicht, weil ich kein Schießpulver habe. Okay, wir brauchen aber auch aktuell den Platz nicht. Deswegen lasse ich das erstmal so. Da ist noch was in dem Loch. Was man alles so übersieht. Eine antike... Noch eine? Wie viele gibt es denn davon? Ich kann einfach schnell nach drüben. Schnell, schnell, schnell. Weiter. Schnell, zu, zu, zu. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Warum? Oh mein Gott. Yeah.
Oh Gott! Geh weg! Na doch nach! Oh mein Gott. Ich würde ja total gerne mich heilen. Das sind... Was zum Teufel? Das sind drei. Boah. Ernsthaft? Ich spawn... Boah. Das ist natürlich jetzt bitter. Ich weiß nicht, ob die generell überall spawnen. Also ob ich jetzt quasi... deswegen hier so viele habe. Weil ich die vorderen hier nicht erledigt habe, dass die quasi immer an jedem Punkt spawnen. Moment. Okay, da geradeaus. Ah ja, jetzt wissen wir ja, wo die Sachen hier sind, teilweise. Da war das eine, genau. Die Münze. Die Chemikalie. Kann man nämlich jetzt uns mal... ein Heilteil machen. Wo hatte ich denn das eine Teil gesehen? Ach ja, hier. Diesmal habe ich die Tür komplett verpasst gehabt. Munition, das da auch. Dann verwendet man nämlich das jetzt hier direkt mal. Das haben wir immer mal kaputt. Vielleicht gibt es da noch irgendwie einen Erfolg dafür. Und dieses Mal muss ich das cleverer angehen. Mit den Viechern. Das ist ja richtig übel gewesen. War hier nicht irgendwo Munition noch? Doch, da war die. Ich glaube, ich sollte halt wirklich diese Typen hier ausschalten dann. Hä? Wenn man da schnell drauf feuert, dann gehen die sogar richtig fix down eigentlich. So. Ist die Frage, machen wir uns Munition? Ah, machen wir uns Munition. Die Schrotwindmunition nimmt natürlich jetzt gerade ein bisschen viel Platz weg. Okay. Wow.
Oh Gott. Ah, das reicht nicht, okay. Oh, oh. Na, heil dich doch schneller, Mann. Oh, echt. Nein. Okay, okay, schnell. Oh, Mann. Boah, echt, jetzt habe ich nicht nur 10-mal daneben geschossen. Hau zu. Hau zu. Oh Gott. Verdammt. Ja, das war jetzt zweite nicht so gut. Flintenmunition. Jetzt habe ich nicht nur wenig Leben, sondern auch wenig Munition. Moment, starke? Okay, machen wir nochmal eine kleine. Okay. Wir sind jetzt gerade im Boilerraum. Muss da noch irgendwo was sein, oder? Also ich muss definitiv besser schießen lernen bei denen. Ich habe jetzt, glaube ich, echt ungemein Munition verbraucht. Wie, die Tür ist zu. Ernsthaft? Moment. Das ist natürlich jetzt doof. Was mache ich denn jetzt? Hier unten ist nichts mehr und ich habe auch keinen Schlüssel mehr und gar nichts mehr. Wie kriege ich denn den Schlüssel zum Zerlegungsraum? Oder den Schlangenschlüssel? Ach nö. Das ist ja jetzt doof. Ich muss doch hier irgendwie weiterkommen. Kann ich hier vielleicht so eine Münze verwenden? Ja, was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt echt doof.
Das hier kriegen wir auch nicht auf. Aber wie? Wie kriegen wir das denn irgendwie? Denk daran, 3A und einen Handabdruck. 3A und einen Handabdruck öffnet man das Ganze. Was bedeutet denn 3A und einen Handabdruck? Ah, 3A und einen Handabdruck. Also das hier offen. Und 3A. William. Tamara. Ich hab's. Jetzt. Ha. Super. Wow, 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 der ist schneller als die anderen. Oh mein Gott. Ja, nice. Haben wir noch Munition? Und uns geht's auch noch schlecht jetzt. Aber hier ist der Schlüssel drin gewesen. Na super. Moment. Da lang. Oh, bitte kommen jetzt nicht nochmal irgendwelche Viecher von denen. Ich habe echt keine Munition mehr. Als ob das denen wahrscheinlich was bedeuten würde. Es ist wunderbar, dass wir hier überall Flintenmunition bekommen. Was ist denn das? Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Oh, oh. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Was? Na toll. Ich habe aber nur noch ein Messer. Und ansonsten fast gar nichts. Das ist nicht so cool. Kräuter sind da vorne. Warum geben die uns immer Flintenmunition? Na toll. Wenn jetzt ein Bossfight kommt und ich habe nichts außer einem Messer. Ich habe gehört, dass es einer, der das Spiel durchgespielt hat, mit nur einem Messer. Aber auf leicht. Armer Deputy. Ich dachte, er wird mich jetzt angreifen. Hier ist irgendwie gar nichts, oder? Oh Gott. Doch, da hier. Okay,
Chemikalien. Kombinieren. Pistolenmunition bitte. Okay. Wo ist denn der Vater hin? Wir sollten generell irgendwie Gefechten aus dem Weg gehen. Weil die kommen ja eh immer wieder. Da ist der Hundekopf. Oh nein. Das ist doch so eine... Das war so klar. Du kommst hier nicht raus! Oh mein Gott. Ich schieße ihm in den Kopf und er lacht mich aus. Was soll? Kann das sein, dass er irgendwie mehr aushält jetzt neuerdings? Was denn? Okay. Das ist eine Kettensäge. Habe ich keinen Halter mehr? Nein, habe ich nicht. Lustig. Oh. Hilfe, Hilfe. Was ist denn mit dem los? Was denn? Kann es sein, dass ich ihn nicht besiegen kann? Ja. Oh Gott. Das ist nicht Groovy. Oh mein Gott. Guter Junge, jetzt geht's los! Ach, du siehst es auch aus, Junge! Meine Güte. Ah, ich verstehe, ich kann ihn hier gar nicht umbringen. Also ich habe keine Ahnung, wie ich den hier umbringen soll. Das ist ja lächerlich krass auf jeden Fall. Oh. Ja, ich muss ihn mit der Säge kaputt hauen. Gut, dann mache ich hier aber erstmal eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.